Ich bin ja mal gespannt. Oh. Ein Seelenstein liegt hier einfach in der Ecke rum. Nicht schlecht. Speichern. Und durch da. Wow. Jetzt wird's spannend. Tiefengewölbe, ja. Sieht gut aus, sieht gut aus. Mein Gott, ist das eine große Höhle hier. Nicht schlecht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Und? Gefällt euch das? Alte Nordkriegsaxt. Hä, hat das denn jetzt was geholfen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ah nee, ich glaube, das funktioniert nicht, weil das Untote sind. Die haben keine Seele. Mhm. Na toll. Eine Falle. Oh, hi. Mal hier runterlaufen. Ja, dann kann ich auch den Zauber wieder einpacken. Bringt ja dann eh nichts. Komplexes Höhlenwerk. Filterlauch, na toll. Tot. Ja. Hier sieht irgendwie alles ziemlich ramponiert aus. Eine Truhe. Oh, mit ein bisschen Geld drin. So. Speichern. Und hier geht's weiter. Soße auf dem Boden. Hi. Dich lassen wir gar nicht erst aufstehen. So, schwere Rüstung verbessert. Na, das ist doch was. Mein Gott. Hier. Trollschädel. Mit offenem Maul gähnt er uns an. So, dann wollen wir uns mal in das Gewölbe vorkämpfen. Sind überall nur Untote. Ich wollte auch Seelensteine aufladen. Die halten ja echt gar nichts aus. Da reicht einmal zuhacken, da sind die tot. Hm. Ha. Hier hat er auf dem Thron gesessen. Cool. Tja, wo geht's denn jetzt hier weiter? Wahrscheinlich hier runter. Interessant, hier wachsen Bäume drin.
einem schönen Wasserfall. Cool, cool. Ich habe gar keinen Boss gefunden. Dann dahin schwinden, ätherische Gestalt. Okay, was ist das? Da finde ich, möchte ich jetzt hier mal wissen. Ach, verdammt, dafür brauchen wir eine Drachenseele. Aber was steht hier denn? Der Tuum greift in die Leere selbst und verändert deine Form. Du kannst weder verletzen noch werden noch jemanden verletzen. Das klingt ja interessant. Nicht schlecht. Aber leider habe ich immer noch nicht gefunden, wo wir jetzt hin müssen. Müssen wir hier wieder hoch? Oh. Anscheinend waren wir hier nicht richtig bisher. Ich dachte, wir wären hier auf dem richtigen Weg gewesen, aber waren wir anscheinend gar nicht. Das ist ja doof. Hier geht's nur leider auch nicht weiter. Ich muss zugeben, dass ich leicht verwirrt bin. Aber das ist ja nichts Besonderes. Ist das hier eine Zugbrücke? Nein. Hier geht's anscheinend auch nicht weiter. Aber da hinten ist eine Truhe, da will ich hin. Tja. Kommt man wohl nicht hin, wa? Vielleicht ducken? Ups. Nee. Okay, dann eben nicht. Tja, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, wo wir jetzt lang müssen. Anscheinend müssen wir ja schon in dieser Höhle hier bleiben. Aber hier vielleicht. Sieht fast so aus. Zumindest. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Ach, wie jetzt sagt, schon wieder Skelette. Ich glaube, das Ding will mir wehtun. Ach, ist das ein Rätsel? Okay. So, da bin ich wieder. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, wie die das hier meinen. Aber dafür müssen die aus dem Weg gehen. Wir brechen auf. Na schön. Was denn? Da. Was braucht ihr? So. Okay. Sonst noch etwas? Wir probieren das einfach mal. Und zwar verwenden wir unseren Wirbelwind-Sprint. Wir laufen an den Steinen vorbei. Wow. Wir konnten den sogar zweimal hintereinander verwenden. Nicht schlecht.
So, ja, wir sind durch. Speichern mal. Falls hier noch mehr solche Sachen kommen. Hilfe. Oh, das sieht mir nach Feuerfallen aus. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber auch hier kommen wir bestimmt einfach weiter, indem wir hier Wirbelwindsprint verwenden. Spinnies. Hi! Oh, eine große Spinne. Ah! Mist. Ich krieg auf den. Gibt's auch Giftresistent? Ich bin doch gegen Gifte resistent, oder nicht? Okay, wir machen einfach mal. Ach nee, ich bin gegen Krankheiten resistent. Schlucken einfach mal jede Menge Tränke. Whoa. Ich glaube, ich bin tot. Tränke, Tränke, Tränke. Ich habe keine Tränke mehr. Verdammt. Böse große Spinne. Na, man darf auch nicht vergessen, dass ich den Schwierigkeitsgrad hochgestellt habe. Man merkt es auf jeden Fall. Vor allen Dingen. Wenn ich hier auch noch mit halben. Ach du Scheiße. Aber wir könnten die Spinne ins Feuer locken. Das ist doch vielleicht eine Idee. Okay, wir sind unversehrt drüber gekommen. Elfenbogen auspacken. Okay, die haben wir erwischt. Ich weiß auch nicht, ob sie schon tot ist. Sie bewegt sich jedenfalls noch. Hey. Okay, die rühren sich nicht mehr. So, jetzt kommt die Spinne an. Ich denke mal, wir benutzen mal direkt heilende Haut. Gleich. Wenn die Spinne anfängt, uns zuzusetzen. Geht irgendwie nicht. Warum geht das nicht? Verdammt. Mein Gott, ist die stark. Einfach mal alles schlucken.
Tragfähigkeit. Ausdauer. Hm. So. Hallo. Oh. Geschafft. Mein Gott. Oh Mann. Gut, haben wir gut hingekriegt. Wir haben zwar alle unsere Tränke aufgebraucht, aber... Speichern. Da geht's weiter. Ja, hat sie hier den Eingang zugesponnen. Okay. Oh, ich dachte gerade, da kommt ein Wassermonster oder sowas. Aber wir sind immerhin richtig. Die Spinne war anscheinend der Boss von diesem, von dieser Quest hier. Gescheitert. Bringe das Horn von Jürgen Windruf in deinen Besitz. Drachenblut, ich muss mit euch sprechen, dringend. Mietet das Dachzimmer im Gasthaus Schlafender Riese in Flusswald und ich werde euch treffen, ein Freund. Was? Wie? Aber. Hier sollte doch das Horn sein. Was ist denn das jetzt? Och, das finde ich jetzt aber doof. Kriegen wir etwa noch eine Belohnung? Oh. Zwergenstreitkolben. Ja, Diadem. Ja, damit. Ey. Bisschen Gold noch einsacken hier. Naja, haben wir ja insgesamt ein bisschen Gold gekriegt hier. Ah, die ist leer. Die ist leer. Lydia steht immer noch da hinten irgendwo rum. Die habe ich natürlich hier stehen lassen. Aber die dürfte ja gleich wieder, wiederkommen, wenn wir hier das Gebäude verlassen. Gebäude, genau. Wenn wir hier die Höhle verlassen. Seltsamer Gang. Wie von einem Wurm gegraben. So, und wir sind wieder am Anfang. Schöner großer Seelenstein noch für uns. Noch ein Zaubertrank der kleinen Heilung. Noch ein Zaubertrank. Noch ein Zaubertrank. Tiefengewölbe, da wollten wir ja nicht hin. Wir wollten ja eigentlich wieder raus. Das heißt... wo müssen wir lang? Hier, ne? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt nach Flusswald und sprechen mit dem Kollegen.
dem angeblichen Freund. Ich mir aber noch nicht so sicher bin, ob das wirklich ein Freund ist. So. Das war ja ein nicht so kleines Dungeon. Okay. Steht jetzt gar nicht dran, dass wir das abgeschlossen haben. Das wundert mich ein bisschen. Vielleicht habe ich auch noch was übersehen, aber egal. Wir gehen jetzt direkt nach Flusswald.